Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch die zwei Kronen des österreichischen ungarischen Kaiserreiches vorstellen. Die Vorgeschichte zu dem Nominal begann am 11. August 1892. Da wurde in Österreich-Ungarn die Guldenwährung, noch eine Silberwährung, durch die Krone, jetzt eine Goldwährung, ersetzt. Der Wechselkurs betrug ein Gulden zu zwei Kronen. In Ungarn wurde eine Corona unterteilt in 100 Filler und im Rest des Kaiserreiches, also nicht nur beschränkt auf den deutschsprachigen Raum, war eine Krone 100 Heller. Neben der neuen Kronenwährung blieben zunächst noch die Gulden im Umlauf gültig, die erst ab 1. Jänner 1900 mit einer Verordnung vom 21. September 1899 außer Kurs gesetzt wurden. Die Währungsumstellung von dem Gulden auf Kronen erfolgte also nicht einfach wie beim Euro, etwa mit Stichtag 11. August 1892 wird der Gulden in Kronen umgetauscht, sondern die Währungsumstellung auf die Kronen erfolgte, man möchte fast sagen, schleichend langsam. Während die 1-Heller, 2-Heller und 10-Heller 1892 aufgrund ihrer geringen Auflage heute zu den Raritäten dieses Nominal gehören und die 20 Heller und 1 Kronen 1892 zwar schon in etwas größerer Stückzahl, aber trotzdem für den Umlauf noch in einer viel zu geringen Stückzahl ausgeprägt wurden, gab es weder größere Silbermünzen noch Papiergeld mit diesem Nominal. In Gold wurden die 10 Corona 1892 und 1893 in so geringer Stückzahl geprägt, dass diese heute unter Liebhaberbewertungen fallen. Und die 20 Corona 1892 ist mit 652.909 Exemplaren auch keine Massenprägung. Nachdem der Gulden am 1. Jänner 1900 endgültig außer Kurs gesetzt wurde, kamen dann die ersten 5 Kronen als zweite Silbermünze des Nominal in Umlauf. Zu dem Zeitpunkt kam auch am 31.02.1900 das erste auf Kronen lautende Papiergeld in Umlauf, und zwar Scheine mit Zahlwerten 10 und 20 Kronen. Erst im Jänner 1902 folgten noch die Werte 50, 100 und 1000 Kronen. Erst 1911 fand man, dass ein Nominal zwischen den 1 und 5 Kronen Münzen ganz praktisch wäre und prägte daher zwei Kronenstücke, das in Ungarn unter dem Namen 2 Corona ausgegeben wurde. Dass in Österreich 1912 offensichtlich der Bedarf an diesem Nominal dagewesen sein dürfte, zeigt, dass man gleich mit einer Auflage von 10.244.500 Exemplaren startete. Der ersten Auflage folgten 1913 nochmals 7.256.002 Exemplare. Damit endete die Ausprägung der zwei Kronen in der österreichischen Reichshälfte schon wieder. Die zwei Kronen der österreichischen Ausgabe 1912 und 1913 zeigen auf dem Avers das von Stefan Schwarz entworfene Porträt des Kaisers nach rechts, mit der Legende Franz Josef I., von Gottes Gnaden, österreichischer Kaiser, König von Böhmen, Galizien, Illyrien etc., apostolischer König von Ungarn. Unterhalb des Halsabschnittes die Signatur des Graveurs. Auf dem Revers im Zentrum der österreichische Wappenadler mit Zahlwert, Nominal und Prägejahr in Latein und Deutsch. Die zwei Kronen wurden in 835er Silber geprägt. Das Raugewicht betrug 10 Gramm und das Silberfeingewicht je Münze 8,35 Gramm. Die Münze hat einen Durchmesser von 27 mm und eine Materialstärke von 2 mm. Als Randinschrift der österreichischen Zwei-Kronen-Ausgaben wurde der Wahlspruch des Kaisers Franz Josef Viribus Unitis mit vereinten Kräften verwendet, was angesichts der Bestrebungen vieler Volksgruppen um mehr Selbstständigkeit schon fast wie ein Hohn klingt. Das Kaiserreich Österreich war 1912-1913, als diese Münzen geprägt wurden, im Grunde genommen zwar eine Großmacht, zusammengehalten durch die Person des Kaisers,
die in der Verkennung ihrer wirtschaftlichen und militärischen Möglichkeiten einen Krieg begann, der Österreich für immer zum staatspolitischen Zwerg degradierte. Die ungarische Randschrift zeigt das Motto des Königs von Ungarn, Franz Josef I., mein Vertrauen in die alte Tugend. In Ungarn startete man mit der Prägung der zwei Corona ebenfalls 1912, mit einer Ausgabe von 4.268.000 Exemplaren, der 1913 noch einmal 3.325.000 Exemplare folgten. Die Ungarn prägten, im Gegensatz zu Österreich, auch 1914 noch eine Serie Zwei Kronen, die mit etwa 500.000 Exemplaren die geringste Auflage des Nominal hatte. Ob jetzt die Prägezahl von immerhin 500.000 Exemplaren die Preise, die heute dafür gefordert werden, rechtfertigen, Ansichtssache. Alle drei ungarischen Jahrgänge wurden in der Münzstätte Kremnitz geprägt, was deutlich an den Buchstaben KP unterhalb des Halsabschnittes des Kaisers auf dem Avers zu erkennen ist. Die ungarische Aversumschrift auf den Münzen lautet auf Deutsch Franz Josef I. von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich und apostolischer König von den Ländern Ungarn, Kroatien, Slowenien, Dalmatien. Auf dem Revers halten zwei geflügelte Engel die ungarische Stephanskrone. Unter der Krone groß das Zahlzeichen, darunter das Nominal und das jeweilige Prägejahr. Die technischen Daten der Münze entsprechen natürlich den österreichischen Ausgaben. Die Kaufkraft einer alten Münze kann man natürlich nicht eins zu eins auf den Euro umlegen. Die Kronen waren mit ihrer Einführung im Jahr 1892 mit etwa 10 Euro für eine Krone lange stabil geblieben. 1908 verlor die Krone etwas und die Kaufkraft sank im Zeitraum 1908 bis 1912 im Wert auf etwa 7 bis 5 Euro zu einer Krone ab. Mit der Einführung der 2 Krone 1912 lag deren Wert bei etwa 12 bis 13 Euro heutiger Kaufkraft. Mit dem Beginn des Krieges 1914 verschwanden Silber und Gold aus dem Umlauf und wurde von der Bevölkerung gehortet, wie es immer in allen Krisenzeiten zuvor und danach der Fall war und ist. Um den Kleingeldmangel zu beheben, wurde Papiergeld zu 1 und 2 Kronen ausgegeben. Interessanterweise gab es für die 5-Kronen-Münzen kein Äquivalent im Papier. 1915 kamen aber 10 Kronen Papiergeld in den Umlauf. Die beiden Hauptsprachen auf den Banknoten der Österreichisch-Ungarischen Bank waren Deutsch und Ungarisch. Daneben finden sich auf dem Papiergeld aber auch noch der Wert und die Nominalbezeichnungen in 8 weiteren Sprachen aufgedruckt. Der Ausschnitt zeigt, dass man im Jahr 1914 im Vielvölkerstaat Österreich amtlicherseits mehrsprachig unterwegs sein musste. In der ungarischen Reichshälfte kannte man diese Bedenken nicht. Dort fuhr man eine strenge ungarische Nationalpolitik. Im Jahr 1917 wurde ein neuer Zwei-Kronenschein gedruckt und ausgegeben, dessen Kaufkraft man 1918 im letzten Kriegsjahr heute mit etwa 1,20 Euro bis 2 Euro einschätzt. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 musste Kaiser Karl auf den Thron verzichten. Die Friedensschlüsse von Saint-Germain am 10. September 1919 und Trianon am 4. Juni 1920 beendeten den Krieg und teilten die österreichisch-ungarische Monarchie in Nachfolgestaaten auf, darunter auch die Republik Deutsch-Österreich. Die bis dahin in Österreich umlaufenden Banknoten wurden mit dem Stempel Deutsch-Österreich versehen. Mit einer neuen Ausgabe der Kronenwerte 1922, die noch 2 Jahre bis 1924 in Umlauf waren, endete das Nominal der 2 Kronen in Österreich endgültig. Im Jahr 1924 wurde mit einer Währungsreform der Schilling eingeführt.